Die GroKo, die plant den Corona-Hammer für Praxen und Heime. Ohne Impfung keine Anstellung. Ja, das ist der Plan. Die GroKo-Fraktionen haben sich gestern Abend überraschend einen nochmals geänderten Entwurf angeschaut. Der wurde vorgelegt, Änderung des Infektionsschutzgesetzes darin versteckt. Arbeitgeber in bestimmten Unternehmen und Einrichtungen sollen den Impfstatus der Beschäftigten abfragen dürfen. Also Kontrolle, sind sie geimpft oder nicht. Der Impfstatus darf dann, so heißt es darin, über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise der Beschäftigung entscheiden. Das heißt also ganz klar, wer nicht geimpft ist, kann gefeuert werden oder nicht angestellt werden oder darf zumindest seinen Beruf nicht ausüben. Das ist tatsächlich eine ganz neue Wendung, denn bisher wusste man ja zum Beispiel in Schulen gar nicht offiziell, wer ist da im Kollegium geimpft oder nicht. Es hieß immer, ja, Datenschutz und so weiter. Also jetzt wird dort mehr Transparenz eingeführt und Bild-Politikchef Jan Schäfer bei uns im Studio, das kann knallharte Folgen haben für Kollegen, die sich nicht impfen lassen. Absolut, das kann knallharte Folgen haben. Aber wir haben ja auch im vergangenen Jahr gesehen, wie dramatisch die Situation in Pflegeheimen gewesen ist und wir haben ja auch zu Recht in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder beklagt. Wie kann es eigentlich sein, dass nicht klar ist, wie viele Lehrerinnen und Lehrer sich beispielsweise an Schulen haben impfen lassen? Also, dass man eigentlich den Schülern permanent zumutet, dass sie sich testen lassen müssen, aber dass nicht klar war vom Lehrpersonal, wie viele Impfungen hat es eigentlich dort gegeben und nicht. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass man in Berufen, die mit Personen oder wo Personen mit wirklich gefährdeten Menschen dann zusammenarbeiten, dass sowas durchaus Sinn machen kann. Wird das jetzt zu vielen Kündigungen führen, glaubst du, oder wird das zu viel mehr Impfungen führen? Es wird mutmaßlich zu mehr Impfungen führen, um das auch nochmal klar zu sagen, ich bin dagegen eine Impfpflicht ganz generell. Aber wir stellen natürlich fest, und da muss man dann immer schauen, eine Abwägung auch, bevor man also den Druck auf Kinder in Schulen immer weiter erhöht, und ich weiß es selbst, weil ich schulpflichtige Kinder habe, dieses permanente Testen, das ist schon eine Belastung. Und da können Montag, Mittwoch, Freitag im Moment. Können wir als Erwachsene drüber lächeln, wenn wir doppelt geimpft sind und sagen, wir lassen uns nicht testen. Aber das ist schon was. Also morgens immer zu wissen, habe ich eigentlich die Maske dabei? Ja, heute ist wieder Testtag. Das ist schon eine extreme Belastung. Und insofern glaube ich, es ist durchaus auch zu erwarten, dass sich Lehrerinnen und Lehrer impfen, genauso wie sich auch Pflegepersonal impfen lassen kann. Es geht ja auch, muss man hier nochmal ganz klar sagen, also um die Menschen, die in sensiblen Bereichen arbeiten. Also um Pflegerinnen und Pfleger in Kitas, in Schulen. Und du sagst völlig zu Recht, Jan, dort Menschen auszusetzen, Risiken auszusetzen, weil die Menschen, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, dort Verantwortung zu tragen, sich dort zu kümmern, dort ihren Beruf gefunden zu haben, jetzt also die Auskunftspflicht, dass der Arbeitgeber da zumindest abfragen darf, die Informationen einholen darf. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mit jemandem reingehört, weil ich ein deutlich ruhiger geworden ist, wie der Ausdruck. Aber die Wirtschaft macht es gleich.